Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für mich und für Lemmy an CS in Schwarzenburg, wo ich zur Prüfung FM3 wieder starte. Und wenn ich dort eine Klassierung arbeite, geht es dann für uns an FM-Final Mitte September in Avange. Wir haben heute Samstag und wir waren am Donjichangur-Turnier. Und wenn alles klappt, solltet ihr das Video eigentlich letzten Sonntag gesehen haben. Also für euch ist es eine Woche her, dass ihr mich gesehen habt. Für mich und Lemmy war es vorgestern, dass wir das letzte Mal am Turnier waren. Und das haben wir so eigentlich noch nie gemacht, dass wir am Wochenende zusammen aufs Turnier sind. Aber der Lemmy ist eigentlich gut in Form und wir haben das Gefühl, dass für ihn ist das schon so gegangen. Und wir hoffen, dass er heute fit ist, dass er alles gibt und dass wir die Klassierung holen können. Umgang. Ich bin ja FM3 springen gegangen, sprich es ist 90 cm. Der erste Umgang war ganz normal, auch mit Zeitmessung. 10 Sprünge, alles ganz normal. Wir haben dann hier zurückgerichtet und auch gerade angefangen. Beim Lemmy ist es immer wichtig, dass man schon gut vor dem ersten Sprung genug galoppiert. Sonst weiss er auch, ob es nicht ganz dass es schon anfängt. Dann ist es hier so aus dem Loch raus auf den Steil gegangen, Sprung Nummer 1. Hinter dem Dalli durch, dann hier aufs 2, schon einen guten Ochser, hat er auch ganz schön aus dem Fluss genommen. Dann sind wir hier auf einer grossen Linkswendung weitergegangen, auf den Zeckenvorsprung zu 3. Hat er kurz zurück gehabt, aber hat gleich einen schönen Sprung gemacht. Dann ist es auf rechten Hang weitergegangen auf den Doppel. Dort ist mir eigentlich schön reingegangen, aber hat dann noch so einen Galoppsprung reingeflümelt. Ich weiß nicht genau wieso, aber es ist dann gleich mit 0 rausgekommen. Dann hier Sprung 5, hat er auch schön genommen. Ist auf den rechten Hang weitergegangen, hier auf den Ochser, hat einen ganz schönen Sprung gemacht, auf 6. Dann um den Säckenvollsprung, um hier auf 7. Dann ist es dort leicht runtergegangen und wieder aus dem Loch rauf. Dann hier aufs 8. Dann kam es 9. Ein Baumstamm mit Naturstangen drauf. Hat der Lemmy natürlich vom Grinschamm gekannt und hat einen ganz schönen Sprung gemacht. Dann noch der letzte, da war ein Bein drunter. Hat er auch noch einen schön genommen. Und ich konnte einen schönen Nullfehler zeigen. Mit dem Nullfehler konnte ich mich dann auf dem zweiten Platz klassieren. Weil es hat von den 10 Startenden gerade mal 2 Nullfehler gegeben. Und ich war zwar viel langsamer, aber halt doch noch zweit geworden. Und das hat mich sehr gefreut, weil mit dem zweiten Rang bin ich dann qualifiziert für FM Schweizer Meisterschaften. Im zweiten Rang Tamara Fahler mit dem Lemmy. No Pop. Thank you.
kommen wir auch schon zum zweiten Umgang. Das war dann ein Zwei-Phasen-Springen. Sprich, die ersten 8 Sprünge hat man ohne Fehler überreiten. Dann konnte man in die zweite Phase weiterreiten. Und ihr werdet dann sehen, das ist uns nicht so ganz gelungen. Und zwar war ich bei Spart Nummer 8 von wiederum 10 Startenden. Und bis dorthin hat es genau 2 Doppelnur gegeben und sonst nur 4 Punkte in der ersten Phase. Und durch das habe ich gewusst, wenn ich in die zweite Phase komme, bin ich eigentlich schon klassiert. Wo nach mir schon nur noch 1 Paar und 2, aber das habe ich dann noch nicht gewusst. Aber gleich, ich wäre sicher klassiert gewesen. Deswegen wäre das Ziel eigentlich schon gewesen, in die zweite Phase zu kommen. Ich habe mir auch vorgenommen, einfach wieder einen schönen Uhr probieren zu reiten. Hier habe ich eigentlich gedacht, sie ist jetzt gerade fertig, weil der 8AB wäre der Doppel gewesen, aber leider hat sie das Ross verweigert. Und das hat dann das Ganze noch ein bisschen in die Länge gezogen. Und dann bin ich einfach noch ein bisschen Schritt geritten. Sie hat dann hier die 97 genommen als Gehorsamsprung. Und dann haben wir dann auch langsam aber sicher anfangen. Jetzt dann auch gelitten. Ich habe wieder zurückgerichtet. Ich habe kurz flattiert und bin dann angaloppiert. Und weil es ja schon der 4. Umgang war an diesem Wochenende, habe ich gedacht, ich galoppiere nicht ganz so fest. Und wir haben auch nicht ganz so viel eingesprungen. Dann ist da wieder so aus dem Loch raus so ein ganz mächtiger Ochse gekommen. Und ja, dann habe ich vielleicht gerade ein bisschen zu wenig aufgepasst. Dann ist, ja, ist die Stange, also ja, mehrere Stangen gefallen, zwei drei habe ich schön genommen. Dann habe ich auch beschlossen, dass ich etwas enger durchgehe, weil ich gewusst habe, dass es viel mit 4 Punkten in der ersten Phase hat. Dass also mit einem schnellen 4 könnte ich noch dabei sein bei der Klassierung. Hier ist dann Sprung Nummer 4, dann ist es hier alles außen durch. Hier aufs Tali rauf, die Rampe rauf, aber dann auch nach oben springen. Das macht der Levi natürlich sehr gut, weil er das kennt von den Gymschirmprüfungen. Bei hier vor dem Doppel durch, auf 6 hat er mir ganz einen schönen Sprung gemacht. Dann schnell wie möglich weiter, hier auf 7. Hat er schön mitgenommen. Dann ist noch als 8. und letzter Sprung noch der Doppel gekommen. Hat er mir das mal schön 2 Galoppsprünge gemacht. Und ich habe dann tatsächlich mit 3 Sekunden Vorsprung auf den nächsten Reiter mich noch auf dem 5. und letzten klassierten Platz platzieren. Das hat mich sehr stolz gemacht, weil das ist das allererste Mal, wo wir auf Stufe FM3 2 Klassierungen vom gleichen Turnier hinnehmen. Sonst haben wir eigentlich immer nur 1 Klassierung gehabt und jetzt das erste Mal tatsächlich 2 Klassierungen. Ich hoffe, dass die FM3-Saison noch etwas so weitergeht, dass wir vielleicht am FM-Final mal die zweite Runde erreichen, weil bis jetzt sind wir dort immer schon in der ersten Runde ausgeschieden wegen einem Fehler.